So, Fred, heute ist dein Tag. Heute wirst du es schaffen. Vielleicht lernst du heute endlich die Frau kennen, mit der du auch irgendwann zusammenkommst. Das hoffe ich wirklich sehr, Stefan. Ich habe ja jetzt doch auch einiges an mir verändert. Ich denke, mein Outfit kann sich sehen lassen, aber es fällt mir immer noch schwer, mit Frauen zu sprechen. Aber vielleicht klappt das ja heute. Ich werde mein Bestes geben. Ich habe noch einen weiteren Tipp für dich. Versuch nicht ganz so gefährlich zu sprechen. Du sprichst schon wirklich angsteinflößend teilweise. Deshalb haben die Frauen auch vielleicht ein bisschen Angst vor dir. Oh, okay. Also soll ich lieber versuchen, ein bisschen freundlicher zu sprechen. Genau. Und such dir einen guten Ort aus, an dem die Frauen auch keine Angst vor dir haben. Oh, das ist auch noch ein guter Tipp. Vielen Dank, Stefan. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und mein Glück versuchen. Du schaffst das, Fred. Glaub nur an dich. Vielen Dank, Stefan. Dann bis später. Ich werde dir Rückmeldung geben. Okay, dann geh mal los. Heute wird das endlich klappen. Das ist doch ein guter Platz, um eine Frau anzusprechen. Hier im Wald, da fühlen sie sich bestimmt sicher. Da dürfte garantiert nichts schief gehen. Na gut, gerade ist hier niemand. Dann setze ich mich mal so lange da drüben ins Gebüsch. So, dann warten wir mal. Oh, da hinten kommt auch schon jemand. Hallo, darf ich Sie vielleicht mal was fragen? Hoch, haben Sie mich aber jetzt erschreckt. Wo kommen Sie denn plötzlich her? Ich habe da drüben im Gebüsch gesessen. Ich wollte nicht hier am Wegrand rumstehen, dann sehe ich so gefährlich aus. Ja, dann fragen Sie mich Ihre Frage. Allzu viel Zeit habe ich heute leider nicht. Perfekt, Sie haben sogar ein Kind. Besser könnte es ja gar nicht sein. Sie machen mir gerade ein wenig Angst. Was wollen Sie mich denn fragen? Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich bin wirklich ein ganz Lieber und ich habe sogar mein Outfit geändert. Ich bin auf der Suche nach einer Frau, denn ich wäre auch wirklich gerne Vater. Okay, und wie kann ich Ihnen da jetzt weiterhelfen? Ich wollte mal fragen, ob Sie vielleicht Lust hätten, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen. Ich kenne Sie doch eigentlich gar nicht. Ihr Hund macht mir ein wenig Angst. Nicht, dass er mich gleich anfällt. Der sollte mich aber genau vor so Personen wie Sie beschützen. Oh, das kommt anscheinend ein bisschen falsch rüber. Ich wollte wirklich nur nett fragen, ob Sie Lust hätten, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen. Ich werde es mir überlegen. Kann ich mich bei Ihnen irgendwie melden? Ja, ich bin der Fred. Wo arbeiten Sie denn? Ich arbeite in einer Bäckerei. Kommen Sie doch da bitte morgen vorbei. Ist es die Bäckerei in der Nähe vom Krankenhaus? Genau. Kommen Sie da einfach vorbei, dann können wir nochmal sprechen. Okay, ich glaube, ich lasse Sie jetzt auch besser in Ruhe. Ich glaube, Ihr Hund mag mich nicht so. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Oh Gott, was war das denn für ein Verrückter? Zum Glück habe ich ihm nicht gesagt, dass ich im Krankenhaus arbeite. Naja, jetzt schnell nach Hause. Nicht, dass mich noch hier irgendjemand Komisches anspricht. Das hat ja schon super geklappt. Besser hätte es ja gar nicht funktionieren können. Dann zurück zum Stefan. Dem muss ich die super Neuigkeiten sofort mitteilen. Stefan, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Uns wurde die Kreditkarte gestohlen. Oh, verdammt. Ich werde sofort bei der Bank anrufen und die Karte sperren lassen. Hoffentlich hat der Dieb noch nicht allzu viel Geld abheben können. Da ist ein Kontolimit von 1000 Euro drauf. Aber das wäre trotzdem zu viel. Da hast du recht, Carmen. Aber zum Glück ist euch nichts passiert. Ich werde mal in der Bank anrufen und in der Küche liegt doch Geld. Ihr könnt euch noch ein bisschen was holen. Ihr wolltet einkaufen gehen, oder? Ja, genau. Ich war vorhin auch zufällig Geld abheben. Deshalb ist jetzt auch wieder was hier. Oh Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht selbst versucht, Geld abzuheben. Naja, wir werden uns dann gleich wieder auf den Weg machen zum Einkaufen. Oh, wer hat denn da gerade geklingelt? Hey Stefan, ich kann dir super Neuigkeiten überbringen. Dann erzähl mal, Fred, wie ist es denn gelaufen? Super, ich habe im Wald auf eine Frau gewartet und bin dann aus dem Gebüsch gesprungen und habe sie gefragt, wie sie heißt und wo sie arbeitet. Okay, und bist du dir sicher, dass sie dir die Wahrheit gesagt hat? Weil der Wald und ein Gebüsch, das hört sich nicht sehr optimal an, Fred. Ich habe dir doch gesagt, du sollst einen Ort wählen, wo es nicht so unheimlich ist. Ja, das stimmt, aber ich dachte, der Wald ist gut. Sie arbeitet in einer Bäckerei. Ich werde morgen mal vorbeigehen und mit ihr sprechen. Wenn die Frau dir da mal nur die Wahrheit gesagt hat, ich drück dir die Daumen. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für alles, dass du mir so toll geholfen hast. Das klappt ja super. Ab jetzt brauche ich mir gar keine Sorgen mehr zu machen. Und irgendwann werde ich bestimmt auch Vater werden.